Okay, hier ist es. Eigenen Casino-Automat für Knossi bauen. Ich wusste gar nicht, wer er ist. Ich hab den Mann, ich hab in meinem Leben den Mann noch nicht gehört. Noch nie gesehen, noch nie krasser Typ. Alter, aber ehrenwert. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ist der bekannter Knossi-Fan oder was? Bizeps hat ihn auch nicht gekannt. Bizeps, geht's mir gleich. Aber du weißt ja auch, dass ich die meisten auch in dem Geschäft nicht kenne. Und ich glaube, das ist mein Erfolgsgeheimnis. Ich glaube, wenn ein Ultra-YouTube-Fan auf einmal YouTube machen will, glaube ich, orientiert er sich zu viel an anderen. Und das sehe ich auch bei Twitch-Livestreamern sehr häufig, dass ich mein Vokabular oder von Marcel oder so sehr häufig wiedererkenne und weiß, das wird einfach nicht funktionieren. Ihr orientiert euch zu viel an anderen. Und das ist auch mein Geheimrezept. Ich gucke nicht, was rechts und links macht, sondern ich mache mein eigenes Ding. Und das ist, konzentriert euch nicht auf die anderen Sachen, wenn ihr selber sowas machen wollt. Also, wir gucken uns mal an. Marius, angeschrien. Baby, let's go. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas mit Glücksspiel zu tun gehabt. Auch nicht mit so Automaten. Nicht zu laut? So wirklich. Aber mich interessiert echt, wie funktioniert sowas eigentlich? Ihr kennt mich mittlerweile. Ich werde nicht unterbrechen. Wie findet man am besten raus, wie das funktioniert? Richtig, indem man was selber baut. Deswegen hatte ich die Idee, lass da mal so einen eigenen Glücksspielautomaten bauen. Und natürlich, Leute, ich glaube, da brauche ich euch gar nicht sagen, weil Glücksspiel immer vorsichtig sein. Die Sache ist jetzt nur, ich brauche jetzt keinen Glücksspielautomaten für zu Hause, will aber trotzdem einen bauen. Deswegen dachte ich mir, ich baue einfach einen für jemand anders, und zwar für Knossi. Das Ding ist nur, Knossi weiß halt nichts davon. Nein! Immer so ein professionelles, kleines Modell von. Oh, Baby! Guck dir das Modell an! Alter, er will wirklich den lebensgroßen Automaten bauen! Folge mal. So sieht der Kleine aus. Mal gucken, wie geil der Große wird. Alter. Ich hab übel Bock. Let's go. Was sind die Weigen jetzt? Richtig, mit alles! Mit Karton, mit Spanplatten, mit alles aus Holz! Der ist in den Wald gegangen, hat noch Bäume gefällt für mich. Ach, hör auf! Das heißt, die schneiden wir jetzt erstmal auf die Höhe von dem Ding zu. So. Valentin! Hab ich noch nie gemacht. Bruder, stell dir vor, bei so einem Projekt geht was schief, auf einmal Finger verloren. Und die Leute 30 Jahre, 40 Jahre, sein Leben lang, wenn sie fragen, warum? Ich wollte für Knossi einen Spielautomaten bauen. Finger ab! Oh, ich hätte gern 5 Bier, hätte ich gern 5 Bier! Schnipp, schnapp, schniedel ab. Geil! Alter, überall Späne hier. Ich stoppe nicht mehr. Jetzt habe ich dann noch richtig Bock, was. So die ersten Schrauben da gleich reinzuhauen, das wird geil. Gut, das heißt, jetzt machen wir erstmal das Gerüst zusammen. Das Ding wird echt nicht klein. Das wird echt nicht klein. Verfolgt ihr die Videos von ihm? Von ungeschrieben? Was denkt sich Knossi, wir haben ihn so einmal getroffen. Und jetzt brauchen wir ihn als Alibi. Jetzt brauchen wir ihn als Alibi, um auf. Hat er gesagt, er hat mich mal irgendwo getroffen? Wo hat er mich getroffen? Bei Moya im Stream. Bei Pietro, als wir gesungen haben in Köln? Ich kann mich nicht erinnern. Dann war das so einer, weil ihr wisst ja, wie das aussieht. Ihr wisst ja, wie das war, ne? Tür geht auf, 18 dunkle Gestalten. Komm rein und das ist. Ich habe gesehen, dass so ein paar, sagen wir mal, so Allmanns in der Ecke standen. Kein Wort mehr gesagt haben, ganzen Abend. Und die fallen dir natürlich auch nicht mehr auf, ne? Wenn so ein Sinan G dabei ist und so. Ja, so war's. Ich bin schon eng hier. Voll hier aus der Kabel. Oh mein Gott, ja. Baby, das wird riesig, das Ding. Ich mach Angst, der ist auseinander. So, das Plexiglas. Ey, was will denn der für eine Technik da nachher drin benutzen, ey? Ist dran. Und das? Ey, aber der hat sich richtig Mühe gemacht, ne? Sehr schwer. Okay, let's go. Ist zu laut noch oder geht's? Grüße aus Aachen. Ist das dran? Oh, geil! Original Löwen Novo Play Novo Liner Form, Alter. Das ist das, was ich brauche, das ist das, was ich will. Oh, wait, komm noch mal. Die Originalform. Ah. So, die andere Seite oder? Ja. Jo. Anders krass schon. Rückwand? Das ist zu krank. Hey, was ist denn los mit der Schraube? Huch! Da ist ja mal kein Zu laut noch? Hält dort. Ist so gut. Hier haben wir die Knöpfe rein. Pup, pup, pup. Hier schneiden wir den Bildschirm nochmal raus. Ist doch geil, oder? Alter, ich hätte. Ganz ehrlich, hey, ganz ehrlich, wer ist genauso behindert wie ich und würde es nicht hinbekommen, überhaupt sowas bis zu diesem Schritt. Dass das Ding aus Holz da steht. Wer ist so wie ich? Bist du, Alter? Ich weiß noch, wie ich im Technikunterricht war. Wir bauen Werkzeugkiste, sagt er zu mir, Herr Thoma. Was für Werkzeugkiste?
Sag ich, warum gehen wir nicht einfach zum Obi und holen einen? Sagt er, wer wird gebaut hier? Ich schwör's dir, alle die beste Note gekriegt, meine Werkzeugkiste war krumm und schief und als ich sie vorne abgeben musste, ist der Boden rausgebrochen mit allem drin und die ganze Klasse hat gelacht und dann hab ich gewechselt, dann bin ich oben und hab bei den Weibern mitgemacht, kochen, ich schwör sowas. Ich hab gesagt, du, ich will wechseln, ich will mit den Frauen kochen und dann bin ich nach oben gegangen, hab gekocht, war genauso scheiße. Ich sag dir, die Lehrerin war so eine Dicke, die hat mich auch gehasst, alles hat scheiße geschmeckt, was ich gemacht hab, Frikadelle konntest du nicht fressen, war bei mir wie Plastik, zäh, die hat da rein, ich hab gedacht, jetzt brechen ihr die Krone runter, jetzt kommt die Brücke raus. Es, egal was ich gemacht habe, mit Handwerk war ich immer unfähig. Wem geht's wie mir? Der Automat so halbwegs unten steht, das ist Grundkonstrukt, müssen wir erstmal die Slot-Maschine. Original, bei mir so. Und dafür haben wir uns ein paar Sachen besorgt. Zum einen. Original! So einen richtig geilen alten Computer und noch geileren alten Monitor. Er baut echt einen Computer ein. Der wird richtig Schulfeeling. Hör doch zu. Richtig Schulfeeling, Alter. Und auf dem Computer läuft dann Unity-Programm mit einer Slot-Maschine. Da haben wir uns einfach so ein Projekt als Basis genommen. Bei uns funktioniert das intern so, da zählt das mal, wenn du aufs Bild. Welche Maschine wird sein? Müssen Bücher sein, sag ehrlich, Chat. Dann abhängig von der Wahrscheinlichkeit der Symbole halt die verschiedenen Slots aufgefüllt werden mit den Symbolen. Der Typ hat Casino geknackt. 6 Stunden später? 7 Stunden? Ja, wieso? In 7 Stunden baut der Novoliner! Irgendwie so weit am Dreh. Aber alle Grafiken sind fertig und es ist echt geil geworden. Einige Animationen auch gemacht und so. Zum Beispiel hier sowas hier. Ja, ihr seht schon, es gibt ganz viele Grafiken. Heute ist der große Tag. Heute mache ich mir den Automaten an. Ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal hier ein bisschen Schutz für den Boden aus. Das letzte Mal, wo ich gestrichen habe, quasi, war die Farbe überall, nur nicht an der Wand. Ich habe mir sogar extra Sachen angezogen, die Farbe bekommen dürfen. Oha! Der hat ein Hirn wie ein 60-Jähriger. Im Körper eines 14-Jährigen. Das gibt's doch alles nicht. Was ist bei mir schiefgelaufen, dass ich nicht so einer bin? Was ist bei mir anders gelaufen, dass ich nicht so... Guck, der kann sogar Pinsel bedienen. Der baut aus Holz. Der erfindet Computer. Der knackt Casinos. Der hat die Welt verändert, der Junge. Findest du das eigentlich auch irgendwie so satisfying? Streichen. Ja. Heute ist der spannende Tag. Heute bauen wir alles zusammen. Heute kommt der Bildschirm hier rein, heute kommen die Knöpfe hier rein, heute kommt der Computer hier rein, heute kommt die Leuchtschrift da dran, heute haben wir die Logos hier dran, ne? Und hier haben wir schon den Bildschirm, den haben wir auseinandergebaut, weil wir quasi nur diese Parts vom Bildschirm... Er hat eine Grafikkarte reingemacht, so eine... Das kann nicht sein. ...brauchen. Ist scheiße viel, was wir heute vorhaben. Am besten teilen wir uns auf, ne? Ja, Junge, hier. Soll ich malen? Du malst. Okay, du musst jetzt den Bildschirm einsetzen? Ich hab ein gutes Gefühl, was ich... Meinst du schon drin? Weiß nicht, ob ich auf dein gutes Gefühl vertrauen soll. Der hat sich richtig mit mir beschäftigt, ne, Chat? Der hat sich richtig mit mir beschäftigt. Guck mal. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, wenn das so eine weiße... Das sieht geil aus! Chat, sieht das geil aus? Erstmal trocknen. Dann setzen wir jetzt mal den Bildschirm ein. Ich glaube, der funktioniert überhaupt noch nach der Ausbauaktion. Dann passt das. Und? Gibt's nicht. Ein bisschen. Na. Was er hier zunkt. Ey, ich finde jetzt gerade wird's so richtig spannend, wo man jetzt so wirklich die Technik anschließt, ne? Monitor auf. An. Oder mit Tastatur, dass ich selber manipulieren kann. Baby, mit Schlüsseltastatur. Freispiele ein bisschen heute öfter, häufiger ein bisschen auf Stufe 3 stellen, ein bisschen häufiger Ausschüttung, Baby. Das sind übrigens die Knöpfe, die wir jetzt vorne reinbauen werden. Und hier ist ja der Monitor drin, der dann hoffentlich gleich funktioniert. Und hier haben wir eine Tastatur reingebaut. Und das Programm funktioniert quasi so, dass man dann beispielsweise auf die Leertaste den Spin programmiert. Das, was wir machen müssen, ist also, hier den Knopf reinzubauen. Hier dann irgendwie eine Verbindung zwischen Knopf und Tastatur. Und das heißt, wenn man auf den Knopf drückt, drückt man eigentlich eine Taste auf der Tastatur. Gut, machen wir mal an, oder? Hier, kannst du noch... Okay. Das ist Killer. Also der grüne Knopf, der wird für Spin. Das hier wird mehr Einsatz und das hier wird weniger Einsatz. Okay. So, wir haben jetzt hier den ersten Knopf drin. Sieht schon ziemlich... Das ist nicht sein Ernst, oder? Das ist un... Das ist unglaublich, Alter. Mario, Alter, ich sag dir ehrlich, was du machst, ist so unfassbar. Ich meine, ich habe schon viel erlebt, sind wir mal ganz ehrlich, Chat. Ich habe schon viel erlebt, dass Leute mir so ein eigenes Slot-Maschinen-Programm oder so gemacht haben. Aber ich habe noch nie erlebt, dass mir einer so detailgetreu einen Automaten baut. Meld dich bei mir. Sieht geil aus. Wir haben halt irgendwie kein passendes Verbindungsteil gefunden, deswegen
male ich jetzt selber das eins. Das ist unglaublich. Damit wir die blöde Tastatur mit den Knöpfen auslösen können. Okay, also folgendes, Leute. Schaut mal kurz hier rein. Da sind so Stäbe und wenn ich die drücke, dann drücken die Tasten. Aber ihr seht, die Stäbe, die sind so ein bisschen wackelig. Da muss ich irgendwie reinklettern und 3D-Pen. Okay. Es geht los. Dann, Einsatz geht nicht. Einsatz geht auch nicht. Da dachte man einmal, man hat eine geile Lösung mit diesem 3D-Pen, ne? Aber man kommt einmal gegen diesen Automaten ein bisschen. Schau mal hier, Leute. Da fehlt ein bisschen was, ne? Die Scheiße ist nämlich einfach abgebrochen. Das musst du so irgendwie es hinbekommen mit diesen blöden Knöpfen hier, die eigentlich nur das hier machen. Tastatur gedrückt zu kriegen. Ey, das hat sich jetzt 3-4 Stunden gezogen, bis die Scheiße. Hast du gesehen beim Hochfahren Logo von mir? Das gibt's nicht. Alter, willst du. Was ist, wenn ich Probleme habe? Ist Service inbegriffen? Wenn, kriege ich das Ding überhaupt? Ja, guck mal. Alter. Am nächsten Morgen haben wir noch ein paar Upgrades gemacht. Zum Beispiel die Krone, ein neues Leuchtschild, was noch nicht leuchtet. Deshalb bauen wir da... Hey, wir müssen alle, ich sag euch jetzt schon mal, bevor das Video zu Ende geht, es geht nicht mehr lange. Jetzt schon mal, Alter, Daumen hoch. Jetzt schon mal, Alter, ihr seid der Wahnsinn. Jetzt schon mal alle draufgehen aufs Video. Der Test. Stuhl. Oh. Geil, das ist jetzt wirklich ein cooles Schild, Alter. Das erste war echt wack, aber das ist jetzt wirklich cool. Ich sagen, das Ding, was kann man hier noch oben tragen, bauen wir die Seiten noch alle hier dran. Dann kann man es mal ganz entspannt vorsitzen und nicht spielen. Weil hier ist ein bisschen nicht Platz dafür. Junge! Wohin? Alter, ist der groß. Das Ding ist unfassbar! Jetzt hat. Alter, das gibt's nicht! Prunkstück hier. Ihr seid nicht sauber. Freddy? Alter, der Typ ist doch nicht ganz sauber, oder? Ja, jetzt erstmal ein paar geile Shots. Ey. Baby! Ja! Yes! Wer ist er? Was ist er für einer? Es gibt immer einen in der Gruppe, ihr kennt's, der einfach so immer dabei ist, den keiner kennt. Ach, das ist Simon Will, mit dem ich einen Kinofilm gedreht habe. Kann man da quasi jetzt wirklich ein Game spielen? Ja, das funktioniert wirklich. Boom, 200. Ja. So, und jetzt spielen wir. Ja. Ey, guck dir die Symbole an. Oh, oh, oh. Ach, guck mal die Symbole an, guck dir. Gönn einzelnen Chat, Alge. Alter, ihr seid nicht normal. Welches ist das Freispielsymbol? Und? Oh Gott, oh die Vollbildalge! Ja, Knossi, wir zocken jetzt noch ein bisschen. Ey. Und ja, der steht uns jetzt hier ein bisschen rum und falls du den haben willst, melde dich bei mir. Wir bringen dir den da vorbei. Ey, ist er, ey, Mario. Ich glaube, das ist das krasseste Geschenk an Handarbeit, was ich in meinem Leben je. Ey. Hallo Mario, ist mein Bester! Wir kennen uns doch gar nicht. Du warst der, der in der Ecke stand und Angst hatte, gell, von Manuelsen und seiner Bande. Ja! Wir waren danach waren wir noch essen ganz gemütlich, aber das war auch schon alles so. Ey Junge, ey, wie bist du da drauf gekommen, für mich einen Spielautomaten zu bauen? Ich habe nicht so viel mit Glücksspiel zu tun, aber ich wollte gerne mal wissen, wie funktioniert denn so ein Automat, wie ist denn das sowas zu machen? Ja. Und dann wollte ich einen bauen, aber dachte mir, ich brauche halt keinen. Dann bist du mir halt eingefallen und dachte mir so, ja, dann machen wir das doch einfach. Und wenn du den haben willst, ey, ich bring dir den vorbei, ist kein Problem. Du bist schon so ein Wunderkind, deine Eltern sind Ärzte, gell? Nee. Was machen deine Eltern beruflich? Ich bin ein bisschen so auf den Kopf gefallen, Was macht deine Mutter und dein Vater beruflich? Meine Mom arbeitet so büromäßig und mein Dad ist so Fernwärme und sowas. Bruder, Intelligenz hoch, Alter, IQ 150, die Familie, Alter, Wahnsinn. Man könnte das natürlich irgendwie so machen, dass ich mir einen Transporter miete oder ich bin Dienstag, Mittwoch in Köln, fahr Mittwoch wieder nach Hause. Ich weiß halt nicht, kriege ich irgendwo einen Transporter so schnell? Ja, ja, klar, safe. Also, und dann würde ich noch kurz am Dienstag-Chat bei euch einen IRL-Stream machen, irgendwie ein Stündchen, so wie wir das Ding abbauen oder was? Und du mir nochmal zeigst und wir ein bisschen, wäre das okay? Würdet ihr das feiern, Chat? Safe. Also sag uns wann und dann kommt vorbei, ist kein Problem. Alter, das ist Hammer. Da muss ich gucken, dass ich irgendwie so einen Sprinter oder wie heißen die Dinger bekomme, ne? Ja, also das Ding, wie hoch ist das Ding? Kann man das auseinanderbauen?
In Kombi kannst du es reinlegen, klar, also man kann auseinanderbauen, aber die Höhe bleibt, aber der Gerüst halt ist. Ich würde empfehlen, dafür eine Seitenwand vielleicht abbauen, den Computer rausholen, damit da nichts mit passiert. Aber ansonsten kannst du es einfach reinlegen, größtenteils. 1,60 ist das nur hoch, 50 ist es breit, so riesig ist es jetzt auch nicht. Ey, Alter, ihr seid echt unglaublich. Ey, danke euch und ich freue mich sehr auf euch und stell Bier kalt. Ja, machen wir. Einen schönen Abend da haben und dann werden wir... Hey, dir viel Spaß noch. Einen kleinen IRL-Stream werden wir machen. Einen kleinen IRL-Stream werden wir rausfeuern, ja? Alge. Ja.